Guten Morgen und herzlich willkommen. An unserer Reihe von Kurzvideos über Demenz geht es heute froh, wie geht es weiter nach einer Diagnose Demenz? Nach der Diagnose Demenz ging ich wahrscheinlich eine ganze Reihe Gedanken durch den Kopf, an die ich empfand ganz unterschiedliche Gefühle. Ihr könnt vielleicht rose sehen oder verzweifelt sehen. Unruhig sind, andere Leute haben Angst oder machen sich Sorgen. Oder vielleicht will ihr von dem auch überhaupt gar nicht wissen, weil einfach alles zu viel ist für euch. Oder aber ihr seid erleichtert. Weil viele Menschen mit Demenz, die mit der Diagnose Demenz leben, die haben eine ganz lange Weh hinter sich. Und sie haben eine ganz lange Zeit schon bemerkt, dass Veränderungen da sind, aber sie konnten aber nicht richtig greifen. Und wenn die Diagnose dann da ist, die Diagnose benennt das Fach Veränderungen und die gibt der ganzen Situation einen Namen. Okay, was bedeutet dann eigentlich die Diagnose Demenz für die betroffene Person selber? Also die Diagnose Demenz ist wichtig, weil sie als Basis von einer Reihe von Etappen, die dann kommen. Weil mit der Diagnose Demenz, da das nicht Ende vom Leben, mit Leben geht weiter, mit vieles wird sich verändern. Und die Evolution von der Krankheit, also von Person zu Person, unterschiedlich. Und auch die Veränderungen, die kommen, die sind unterschiedlich. Wir haben an einem Video viel drin, davon geschaut, was Auswirkungen von der Demenz sind, wann Symptome sind. Und es werden für euch gut und schlecht gehen. Aber die wird weiterhin noch ganz viel Freude tun und auch Neues können erleben. Was bedeutet die Diagnose für das Umfeld von der betroffenen Person? Ja, effektiv. Die Diagnose ist nicht nur wichtig für die Person mit Demenz selber, sondern auch für das Umfeld von der Person. Familienmember, die haben sich auch schon eine ganz Zeit lang Sorgen gemacht, sie haben Veränderungen gemerkt, sie haben sich vorgestellt. Und auch für sie ist das eine neue Situation, wo sie auch Zeit brauchen, sich damit auseinanderzusetzen und auch für die Krankheit zu verstehen. Schwätzt ruhig mit ihren Familienmembern und so ihnen, was ihr beunruhigt oder was für ihr wichtig ist. Und dann, auch ganz wichtig, plant Sachen zu summen. Es sind vielleicht noch Projekte, die ihr wollt machen oder Sachen, die ihr noch wollt regeln oder Reisen, die ihr noch gerne Gift machen und die vielleicht in der nächsten Zukunft noch möglich sind. Zeigt da nicht einfach, das auch noch zu machen. Und dann überlegt ihr zu summen, was für Unterstützung dir vielleicht, an welcher Form dir vielleicht an der nächsten Zukunft wichtig für ihr Kind zu sein. Welche Tipps für den Alter gibt dir einer Person mit Demenz mit auf den Weg gehen? Es gibt eine ganze Reihe von Sachen, die man dann kann machen, für den Alltag mit Menschen mit Demenz zu erleichtern. Also es kann helfen, wenn man seinen Alltag strukturiert an Aktivitäten so organisiert, dass es eine gewisse Routine gibt, eine Routine am Tag und an der Woche. Das vermittelt der Person mit Demenz Sicherheit. Und dann kann ihn auch mit Erinnerungshilfen daheim schaffen. Zum Beispiel, dass ihn sich wichtige Sachen an eine Karte schreibt oder auf ein Blatt, was ihn dann daheim abhängt. Das kann schon ganz viel helfen. Und dann ist es auch einfach wichtig, aktiv zu bleiben, nur seine Gesundheit zu gucken, nur seinem Wohlbefinden zu gucken, das zu machen, was ihr gerne möchtet, weil das hilft auch. Und dann ist es aber auch wichtig, regelmäßig bei den Doktor zu gehen. Und da ein kleiner Tipp, hol dir ruhig Noten, vier Runden an während dem Gespräch und hol doch am besten eine andere Person mit. Soll eine Person mit Demenz über die Diagnose eigentlich an ihrem Umfeld schwätzen oder? Ja, also wir rekommandieren schon, dass ihn soll über seine Diagnose schwätzen. Man soll ihn an seinem Entourage gucken, vielleicht verdächtig überlegen, wem will ich etwas davon erzählen, an was will ich sagen. Ja. Mir ist es wichtig, in Kontakt mit anderen Leuten zu bleiben. Und auch sich Unterstützung zu freuen. Und da soll ihn wirklich nicht zecken, auch wenn es da nicht evident ist. Und dann, wenn ihr Fragen habt zu mehr spezifischen Sujets, wie zum Beispiel Autofahren oder die Protection, die Mesure de Protection, die ihr Teil zu Lützebusch gibt, also Tutelle, Curatelle oder Person de Confiance oder über demenzfreundlich Wohnen, dann sind wir gerne für euch da. Das ist ein Infocenter Demenz, der richtige Platz.
Schön. Was ist lo noch wichtig zu wissen? Was ganz wichtig zu wissen ist, als wir es eingangs gesagt haben, Diagnose ist nicht denn, mit das ist ein Anfang von einer Reihe von Etappen. Und die sind auch nicht allein. Es gibt heute in Lützeburg über 7500 Leute, die auch konzerniert sind, an mir vom Infocenter Demenz, mir sie gerne für ihr Stuhl. Bon, mes amis, vielmals merci.